Die große Freiheit an der Hamburger Reeperbahn. Eine Partymeile mit Bordellen, Clubs und Kneipen und mit Türstehern. Ganz im Ernst, Alter, verpiss dich, hau ab. Türsteher Dennis hat Stress. Mit Vorsicht muss man jedem begegnen. Man weiß nie, was dahinter steckt in dieser Fassade. Wenn du auf dem Kiez oder auch gerade auch hier auf der Reeperbahn große Freiheit an der Tür arbeiten willst oder musst oder sonstiges, dann musst du Eier haben. Auch die Polizei zeigt verstärkt Präsenz. Hier sieht man das mal, was so, also aufgrund von Angst jetzt, was die Frauen so mit in den Taschen haben. Also das haben wir vermehrt jetzt so, dass die Leute dabei haben und sagen auch, aus Angst haben sie es dabei. Du hast das verdient. Dennis Schmidt ist Türsteher auf der Großen Freiheit. Zehntausende von Freiwilligen strömen jedes Wochenende hierher. Kitte ist sein Türsteher-Kollege. Ab 22 Uhr gibt das drinne Freigetränke für alle, die oben ohne rumlaufen. Witzige Sprüche und klare Ansagen. Eher still, aber unübersehbar, die Polizei. Sie soll für Sicherheit sorgen. Waffen, Baseballschläger. Einmal kurz. Die Flasche musst du einmal da lassen. Beim Rausgehen bekommst du die wieder, ja? Kitte heißt eigentlich Ralf Kindner, aber so nennt ihn hier keiner. Müssen wir weitergehen? Danke. Tschüss, alles gut. Die erste Ansprache, das muss alles klappen, ne? So ein guten Abend, wenn ich guten Abend sage und die Leute schon nicht antworten, schon suspekt, ne? Und dann fängt man nochmal ein Gespräch an und dann merke ich, ob die Leute zu angetrunken sind oder nicht. Die Leute können natürlich rein, auch wenn sie angetrunken sind. Gott sei Dank, wir sind hier auf dem Kiez. Aber wenn sie zu besoffen sind, wird es aber nichts. Ich spiele auch manchmal so ein bisschen persönliche Sympathie mit und Subjektivität. Das ist sehr subjektiv. Also natürlich ist es subjektiv. Objektiv ist es nicht. Ich entscheide ja dann im ersten Moment und sag so, passt es oder passt es nicht. Sie sind Türsteher vor der Bar von Olivia Jones. Die Drag Queen ist weit über Hamburg hinaus bekannt. Deshalb ist ihr Laden besonders umlagert. Ich liebe meinen Job. Ja, ich merke das. Das Flirten gehört mit dazu und das gehört auch zur Tür. Und das muss auch sein. Und so, gerade vor allem in dem Laden von Olivia Jones, wo Party und so weiter gang und gäbe ist. Gibt man schon mal eine Nummer zu Respekt? Ja, das auch. Ja, eindeutige Angebote auch auf jeden Fall. Ja. So nach Feierabend, ey, kommst du mit aufs Hotel und so Geschichten und so, ja. Was Kitte und Dennis verdienen, darüber reden sie nicht. Umso bereitwilliger erzählt ihre Chefin über ihre Wertschätzung den beiden gegenüber. Die beiden haben Einfühlungsvermögen und die haben ein gutes Gefühl für Leute und die können gut kommunizieren, haben aber auch einen guten Spruch drauf. Also ich brauche hier nicht so Stiere wie so Büffel, die hier einfach so dastehen, sondern ich brauche auch schon ein bisschen Entertainment, Leute, die sich durchsetzen können und die einfach auch sympathisch sind dabei. Das ist unsere Visitenkarte hier vorne und das muss natürlich funktionieren. Das ist immer so ein bisschen Nahkampf und die beiden machen das hier sehr gut. Die Bar lebt allein vom Getränkeverkauf. Deshalb ist es schlecht fürs Geschäft, wenn volle Flaschen oder Dosen reingeschmuggelt werden. Gerade Frauen versuchen das jedoch gerne mal. In ihren Handtaschen, sagt Dennis. Komm mit jetzt, komm Helga, hier. Ja, die sind auch manchmal nicht sehr einsichtig. Wenn die zu viel getrunken haben und man sagt, du, es wird nichts, weil zu viel. Nein, bin ich nicht. Und hat man ganz oft. Ja? Ja. Aber also, heute ist sehr entspannt alles gut und locker. 1 Uhr morgens, Hochbetrieb. Dennis und Kitte müssen nun sekundenschnell entscheiden, wer rein darf und wer nicht. Achtung! So, viel Spaß. Egal, ob jetzt schwul, hetero, Südländer, Afrikaner, grundsätzlich dürfen alle rein. Klar, wir beobachten die Leute, wenn jetzt halt natürlich eine Gruppe Engländer, also das ist ja typisch, in Junggesellenabschied, da sind schon richtig betrunken sind, die lassen wir auch nicht rein und so weiter. Aber 2 einzelne Engländer, die können auch rein, wenn sie sich benehmen und so weiter. So, komm rein, Attacke. Echt? Und die Österreicher müssen auch reingehen. Ihr seid doch früher auch überall einmarschiert, also mal durch. In der Bar sorgt Travestiekünstler Veuf Noir für Stimmung. Das 3 Uhr morgens. Wir sind schon zu angetrunken. Was? Zu angetrunken. Oh. Die Nacht ist noch nicht zu Ende. Ganz im Ernst, Alter, verpiss dich, hau ab.
So, schönen Feierabend. Mal ganz im Ernst, Alter. Was denn, wenn du da mit Wasser drin rumspuckst, ist es Asso, Alter. Ganz im Ernst. Nee. Schönen Abend noch. Lisa, du musst mir bei solchen Sachen Bescheid sagen, ne? Das geht nicht, dass sie da drin rumspucken und sowas. Bescheid sagen und dann raus mit dem. Ist ja gesehen, ne? Da haben wir dicke Hose gemacht. Gut Bescheid sagen, da. Ja. Wie viele Leute seid ihr? 7 sind wir. Das wird leider nichts, Jungs. Aber wir sind einmal 3 und danach 4. Dann sind's immer noch 7. Aber wir sind auch friedlich. Hast du mich jetzt verstanden? Hast du mich verstanden oder hast du mich nicht verstanden? Okay, alles gut, Jungs. Heute wird es nichts. Schönen Abend euch noch. Seit 19 Jahren macht Dennis den Job hier auf der Meile. Und seit 5 Jahren vor dieser Bar. Da muss man auch gleich die Grenzen aufzeigen. Ne? Also gleich sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und dann merkt man ja, wie die sich die Leute geben. Entweder sagen sie, ja, sorry, war gar nicht so. Oder ich mache das immer so. Ja gut, dann ist er hier falsch. Ne? Also wir sind ein toleranter Laden so. Wollen auch einfach so an der Tür auch behandelt werden. Ne? Wenn wir guten Abend sagen, erwarten wir auch einen guten Abend zurück. Das gehört einfach, ist ein freundlicher Stil und gehört dazu. Die Arbeit auf dem Kiez ist nur sein Nebenjob. Am Wochenende. Hauptberuflich ist der 41-Jährige Sucht- und Sozialberater bei einem Wasserversorger. Auch da muss Dennis als Mediator Konflikte lösen. Genau wie an der Tür, sagt er. Mutti. Bei Sonja nebenan trinkt er zwischendurch mal gerne ein Gläschen Sekt. Sein Lieblingsgetränk. Ja, schwedischer Südhang, der geht gut. Hallo, der schmeckt doch. Das knallt doch richtig. Ich mach das ja auch wegen dem Geld und nicht nur, weil ich nur Spaß dran habe, sondern weil ich mich auch mal finanziell so ein bisschen überhoben habe. Und man will halt was aufbauen. Ich habe ein Kind zu finanzieren, weil ich geschieden bin und alles. Und dann drückt das schon so, dass man sagt, so, heute muss ich wieder. Und wäre schon schön, wenn man auch mal so sagen könnte, mal so 4 Wochen keine Tür. Das ist auch entspannt. Aber wenn du jedes Wochenende irgendwie arbeitest, ist wie die Frauen, die hier arbeiten. Ne? Es ist, also, ist ja zu vergleichen. Tresenpersonal, egal wie. Die, die jedes Wochenende nachts arbeiten, das schlaucht. Ja, bis später. Ich komme noch mal wieder. Oh, mein Lied zum Abgang. Tschüss. Noch eine Stunde, dann ist Feierabend. Tschüss. Eine Woche später, Samstagmorgen. Dennis verfolgt das Judo-Training seines 6-jährigen Sohnes. Er trifft sich mit Max 2-mal die Woche. Naja, dadurch, dass ich auch getrennt lebe, nutze ich natürlich auch die Zeiten, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Ne? Dann bleibe ich hier auch sitzen. Andere Eltern gehen mit zum Einkaufen, wenn die hier sind. Aber ich gucke mir das auch gerne mit an. Ne? Kriegt natürlich auch von mir manchmal so ein bisschen Drall, dass er natürlich auch aufpassen soll, wenn er hier ist, ne? Und nicht nur rumalbern soll. Der Vater treibt keinen Sport. Ich glaube, das Training wird mir ganz gut tun, also auch so. Aber so mit dem Kampf und so, weißt du, ist nicht meins. Ist mir doch, ist nicht zu gewalttätig, aber ist einfach nicht meins dann. Tschüss, nächsten Samstag. Ja? War gut? Mhm. Spaß gemacht? Gut. Attacke. Ziehen wir es gleich um, ne? 1, 2. Sein Kumpel Kitte hält sich dagegen mit Boxen fit. In einem Sporthotel. Oh, kurze Pause. Das Training ist Ausgleich für seine berufliche Doppelbelastung. In der Woche arbeitet Kitte als Grafikdesigner. Davor diente er 12 Jahre bei der Bundeswehr. Er war auch im Kosovo im Einsatz. 1, 2, 3. Weil wir ziemlich das erste Kontingent waren, nachdem damals losging, haben wir natürlich schon schlimme Dinge erlebt, die in unserer Gesellschaft eigentlich gar nicht wahrnehmbar sind. Und das hat einen selber geprägt, aber auch auf der anderen Seite ein bisschen selbstbewusster für sein eigenes Leben gemacht. Man sieht alles ein bisschen bewusster, ein bisschen dezenter und kann sich so auf gewisse Sachen mehr konzentrieren, wie blind durchs Leben laufen. Der 44-Jährige ist Single. Jedes Wochenende nachts an der Tür, das mache kaum eine Frau mit, sagt er. Viele machen den Job vielleicht auch, weil sie so eine gewisse Machtposition gut finden. Ich mache den Job, weil es mir auch Spaß macht und ich den gerne mache. Und manche brauchen das einfach, um, vielleicht haben sie zu Hause nichts zu sagen, dass sie diese Macht irgendwie brauchen. Kitte kennt Clubbesitzer, die nur rund 20% Südländer in ihre Läden reinlassen. An der Olivia Jones Bar gäbe es keine solche Quote. Man darf überhaupt nicht pauschalisieren und sagen, nur weil du jetzt schwarze Haare hast und Südländer, kommst du nicht rein. Das ist immer so ein Klischee und dann wird man immer in so eine gewisse Richtung gesteckt. Und es ist schade, dass dann alle Türsteher, da ärgere ich mich auch drüber, dann heißt, alle Türsteher werden rechts oder irgendwas. Ja, und das ist eigentlich nicht so. Aber es ist wirklich so, dass eigentlich, wenn man es unterm Strich das Ganze sieht, wirklich sagen kann, das größte Stresspotenzial geht immer eigentlich von der Richtung aus.
Vielleicht liegt es an der Mentalität, an der Religion und so weiter. Klar haben wir auch Stress mit Engländern oder auch mit bedrungenen Deutschen. Das ist alles komplette Bandbreite dabei. Deswegen versuchen wir Olivia Jonesbar, auch wenn jetzt Südländer sind und die nicht reinkommen, auch mit einer gewissen Kommunikation denen zu erklären, du pass auf, mit einer Frau kommst du gerne rein und kommst du morgen wieder, probierst morgen mit einer Frau oder wenn ihr eine Gruppe seid, zwei Frauen, zwei Männer, kommt ihr auch gerne rein. 19 Uhr. Dennis startet ins Nachtleben. Er wohnt zur Miete in einem Doppelhaus im feinen Blankenese. Wenn er dann auf dem Hamburger Kiez arbeitet, sei das schon ein krasser Gegensatz für ihn. Ja. Er gibt das Abende, da siehst du den echt alle 10, 15 Minuten. Ne? Mhm. Alkoholexzesse, wenn sie da irgendwie liegen in ihrem eigenen Sud oder keine Ahnung, was da noch alles passiert mit denen. Nicht unbedingt immer nur Schlägereien, aber also ganz schön oft. Kein Stadtteil ist so interessant wie der Kiez im Endeffekt, so für die Türsteherei. So viele verschiedene Leute auf einem Haufen, da ist alles sehr, 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 sehr bunt einfach. Ne? Und das ist schon das Schöne am Kiez. Die große Freiheit gehört zur Waffenverbotszone auf dem Kiez. Auch für Dennis gibt es als Türsteher keine Ausnahme. Er hat es dennoch geschafft, bei all den bisweilen auch gewalttätigen Konflikten ohne große Verletzungen davonzukommen. Travestiekünstler Veuve Noire soll auch heute wieder für Stimmung sorgen. Für all die, die Dennis und Kitte reinlassen. Es ist wichtig für uns natürlich einen Türsteher zu haben. Also jemand, der uns ein bisschen auf uns aufpasst. Ne? Gerade bei laufen halt so einige Konsorten herum, die auch alle sturzbetrunken sind und Bock haben zu fummeln. Ich bin froh, dass wir ihn haben. Mhm. Auch wenn wir ihm das nicht immer zeigen, können wir auch nicht. Machen wir auch nicht. Wollen wir auch nicht. Die Straße wird von der Polizei kontrolliert. Dennis lobt die gute Zusammenarbeit mit den Beamten von der nahegelegenen weltberühmten Davidwache. Die wissen halt, die kennen halt ihren Kiez hier. Und die kennen halt die Leute, die hier, also mitunter auch die hier an der Tür stehen. Und die begegnen dann auch mit Respekt, ne? Weil wir ganz oft auch Leute festhalten mit denen zusammen oder fixieren oder wenn die irgendwo hinterher sind, dass wir mit einschreiten und sowas. Das ist bei der Bereitschaftspolizei manchmal ein bisschen anders. Die selektieren das irgendwie anders, die gehen erstmal was weiter ran. Obwohl die jetzt auch eine Ansage gekriegt haben, also dass sie auch ein bisschen mehr mit uns zusammenarbeiten, kooperieren sollen. Wir natürlich mit denen auch. Wenig später, mal wieder ein Polizeieinsatz auf der großen Freiheit. Kitte kommt heute ein bisschen später. Erst wenn der Trubel richtig beginnt, stehen sie zu zweit an der Tür. Na, meine Freunde, alles gut? Alles gut, Jungs. Ja, ja, geht, alles super. Na, alles gut? Alles gut. Ja, ich muss weiter, ich muss mit Dennis heute. Aber ich komme später mal vorbei. Das gibt's ja schon immer, das ist so eine eiserne Regel, egal ob es jetzt hier die Große Freiheit oder Hans-Albers-Platz ist oder Hamburger Berg. Die Türsteher ist wie eine Familie. Also wenn jetzt gegenüber im Laden Stress ist oder der Türsteher haben Stress, dann hält mir natürlich mit, andersrum genauso. Und das hat die letzten Jahre funktioniert und funktioniert immer noch. Perfekt. Na, Ben. Na? Na, mein Schatz. Alles gut? Na? Dennis, Kitte und viele ihrer Kollegen tragen seit den Vorfällen in der Silvesternacht eine blaue Armbinde, sollen dadurch erkennbar sein. Bis jetzt ist entspannt alles, ja. So. Da vorne kommen gleich wieder eine Gruppe Engländer. Sehr gut, da haben wir Bock drauf. So, sind erkennbar für andere Leute nochmal, auch wenn wir hier mal an der Seite längs laufen. Ist man erkennbar für Gäste, für Touris. Und ist okay. Es wird auch nicht, gefühlt für mich wird es nicht lange gehen mit den Männern. Halbes Jahr und dann ist es auch wieder vorbei. Auch über eine Türsteherstreife wurde in der Szene diskutiert. Aber das Thema ist schon längst wieder vom Tisch. Aber nicht gleich schwanger machen. Ich habe eine Flasche, das ist eigentlich verboten. Jawohl! Alles klar, danke schön. Danke schön. Viel Spaß noch. Schönen Abend euch noch, ne? Schön anständig bleiben wir. Ja, immer. Was schreist du denn so? Drinnen werden Schlager und Evergreens gespielt. Und Veuve Noire sorgt wie immer für Unterhaltung. Draußen erledigen das die Türsteher. Hier boxt der Papst im Kettenhemd, auch unten ohne. Hier spielen die Klofrauen nackt auf der Balaika. Das klingt alles nix. Pack das Glas bitte weg. Pack das Glas bitte weg. Mach bitte den Weg frei jetzt. Hey. Ich hab gesagt, ich soll, was ist mit dir? Hey? Was mit mir los ist? Ich hab gesagt, ich soll den Weg frei machen. Soll ich benehmen oder was? Ich hab dir nichts da oder was? Ich hab gesagt, ich soll den Eingang frei machen. Hab ich's nicht gesagt? So, komm mir bitte raus. Wenn ich hier Diskussion mit irgendwelchen Leuten hatte, dann stelle ich mich unten mit dem Rücken zum Publikum hin. Weil man da eine Fläche bietet zum Angriff. Ne? Moment. Wie viele Leute seid ihr? Warte. Wie viele Leute? Wie viele sind das? Ja, too many people. Zum Ist cool, ne?
Ja. Das ist cool. Ja. Keine Ahnung, ich spreche kein Englisch. Nur Deutsch. Have a nice evening. Have a nice evening. Seht ihr? Hau rein. Ich habe gar keine Lust, Englisch zu reden. Aber die Frisur gefiel mir. Ja, die Frisur war gut. Also es muss schon so sein, dass Kidde weiß, wie ich agiere und ich weiß, wie Kidde agiert. Oder dass man sich auch mal abweckt, wenn man merkt, bei einem Gespräch oder bei einer Diskussion, dass es da irgendwo nicht hinhaut, dann geht der eine halt mal einen Schritt zurück, dann geht der andere nach vorne und redet wieder. Versucht beruhigend auf die Leute einzuwirken. Ne? Also das ist immer, anders geht's gar nicht. Es muss immer so ein Hin und Her sein. Habt ihr eine andere Vorgehensweise, ihr beiden? Nee, also mir durch die Jahre, die wir zusammenarbeiten, da merkt man schon an manche Blicke oder sowas, wenn er mich anguckt und dann weiß ich, oh, die zwei da vorne, die sind jetzt vielleicht nicht ganz koscher. Also man hat es so eingespielt mit der Zeit. Where come from? Japan. Japan, huh? Have a nice evening. Take a look. Nochmal hier so machen. Ist der Yamamoto? Eine gute Freundin taucht auf. Hallo, geile Sau. Ah. Ah. Das ist eine Begrüßung. Ja. Sie nennt sich Eve Champagne und ist ein Multitalent auf dem Kiez. Ich war auch schon Türsteherin, 2 Jahre in der Gerhardstraße, auf der bösen Seite der Reeperbahn, also auf der anderen. Ich musste niemanden rausschmeißen, bis auf besoffene Weiber. Besoffene Weiber sind das Allerschlimmste. Die Weiber mit Haare ziehen und Augen auskratzen, wo du echt so an der Stirn fässerst und denkst so, Schatz, lern erst mal auf High Heels laufen, bevor du jemanden attackierst, der höhere tragen kann als du. Jetzt, gegen 3 Uhr, kommen allmählich die härteren Fälle, sagt Dennis. So, sorry. No. You sound like a mad rapper. I don't know why. I don't understand you, okay? Have a nice evening. Das war richtig, weil die total aggro waren. Ja, yeah, Engländer. Ja, ja. Und die waren auch ziemlich besoffen. Die haben sich zusammengerissen und die waren total aggressiv. Aber Engländer. Echt? Ja, ja. Ich hab auch gerade Blutdruck. Ich glaube, so, das lernt man mit der Zeit, diesen Umgang und auch durch meine Ausbildung zum Sucht- und Sozialberater, zum Suchtberater halt, in der betriebenen Suchtberater, hat es schon ein bisschen was gebracht. Ne? Hallo, Navin. Hallo. Rein, ja? Hi, reden könnt ihr, sprechen könnt ihr. Ha? Sprechen könnt ihr. Natürlich. Okay. Sag mal, fit? Worüber? Ja, es ist so, wir kommen gleich wieder. Ohne Personenschutz läuft Olivia Jones fast nie über die große Freiheit. Aber es war echt gut. Ja. Hat doch Spaß gemacht. Die Drag Queen will nach Hause. Per Taxi. Es ist noch kein Taxi da, ne? Ja. Ja. Ey, ey, ich das sind die großen Taxis. Die Chefin will einmal Wohnmühle nach Hause bringen. So. Dankeschön. Einer hat Olivia knapp verpasst. Dennis springt ein. Ich bin Olivia 2. Olivia 2? Warte. Mittlerweile ist es 5 Uhr morgens. Wieder hat Dennis eine Türsteher-Nacht heil überstanden. Draußen vor der Bar ist kein Andrang mehr. Kitte ist schon nach Hause gefahren. So, Feierabend. Reise. Schönen Abend euch noch. Tschüss, danke. So, können wir bitte abschließen, bevor das Gesindel wieder reinkommt? Veuve Noir macht den Laden dicht. Für den Travestiekünstler sind die Kollegen in der Bar wie eine große Familie. Wir haben jetzt alle Feierabend, wir sind entspannt. Okay, die haben jetzt alle noch irgendwie zu tun, ich ja Gott sei Dank nicht. Aber das ist jetzt nochmal so wir unter uns. Und das ist gut und ich mag das. Dennis hat eine feste Freundin, die wegen seines Kiezjobs immer Angst um ihn hat. Nach der Arbeit soll er sie immer gleich anrufen, damit sie weiß, dass alles in Ordnung ist. Sein Haus in Blankenese ist seine Ruhezone. Hier wohnt er allein. Jetzt muss er erst mal runterkommen, nach 9 Stunden auf dem Kiez. Das hat ja auch ein bisschen was mit Empathie zu tun und alles, ne? Also muss ja auch ein bisschen sympathisch sein den Leuten gegenüber. So, wenn ich natürlich nur eine Fresse ziehe und sage, ich mache das nur der Kohle wegen und stehe da und ziehe nur auf ein Gesicht, dann hilft es keinem. Es hilft dem Laden nicht. Den Gästen macht es keinen Spaß und mir macht das dann auch keinen Spaß, wenn ich dann nur auf Zinne bin. Gibt es auch manchmal Angst vor ja, das? Ja. Ich bin ja nun nicht Herkules oder Superman, der alles regeln kann. Und natürlich gibt es auch Situationen, wo man Angst hat. Also eine gesunde Angst ist immer dabei.
Montagmorgen. Kitte arbeitet in seinem Büro am Layout einer Motorradzeitschrift. Für diesen Job als Art Director ist er vor 11 Jahren von Heidelberg nach Hamburg gezogen. Genau wie Dennis ist er dann über Freunde zum Kiezjob gekommen. In der Silvesternacht hatte er Dienst. Ich muss sagen, das war wirklich ein ganz, ganz schlimmer Abend vom Publikum, vom was da außenrum passiert ist. Und es waren wirklich das teilweise gestandene Frauen, die über 30 sind, an die Tür gekommen sind, geheult haben und haben gesagt, dürfen wir ganz schnell rein bei euch, bis ich erst mal gefragt habe, um was geht's denn? Und die uns dann erst mal erzählt haben, dass sie da unterwegs begrapscht worden, 1000 Hände auf ihrem Körper hatten. Und ich selber erst mal schlucken musste, weil mir direkt vor Ort, vor der Tür bei uns, hat mir eigentlich bis dato gar nichts gemerkt oder mitbekommen, dass da so schlimm war, dass das eigentlich im vorderen Bereich von der großen Freiheit war. Also ich muss sagen, es war eigentlich mein schlimmster Abend, wo ich eigentlich je erlebt habe. Dennis will sich heute Tattoos stechen lassen, aber nicht in einem noblen Studio. Moinsen. Na? So, alles fertig? Da ist er. Ja klar, fertig. Oh, ich freue mich schon. Ja, geht los. So, ich habe Totenköpfe und Würfel etc. Wolltest du? Wie bestellt? Sehr gut. Bestellt. Sein Kumpel heißt auch Dennis. Und die Tattoos sind ein reiner Freundschaftsdienst. Wie ist denn das seit Silvester auf dem Kiez? Ist besser? Seit Silvester? Ich habe Silvester nicht gearbeitet, aber ich meine, ist viel Polizeipräsenz. Also sehr viel. Aber das ist ja das, was ihr wolltet, oder nicht? Ja, also ich find's genau richtig. Also. Sein Freund ist derzeit arbeitslos und würde gerne in einem richtigen Tattoo-Studio arbeiten. Diese neuere Maschine und diese echt nicht mehr so wenig. Nee. Ja, viel Totenköpfe, dann haben wir ein bisschen was Maritimes, ein Leuchtturm hinten, Anker. Ich habe an der Wade noch ein Gecko und so eine Lamanda. Hinten auf der oberen Hälfte der Pobak habe ich Blub stehen. Ärgert dich das eigentlich, dass die Türsteher so einen schlechten Ruf haben? Ach, mitunter muss man doch ganz schön schlucken, so dass man da nicht doch mal losmarschiert. Aber eigentlich geht das so links rein, rechts raus. Du guckst am Boden und sagst, ach, guck mal, da liegt das. Da muss man halt auch drüber stehen. Aber man wird ab und zu auch dünnhäutiger, ne? So gerade wenn man so 3 Nächte durchgearbeitet hat. Aber dadurch, dass wir hohe Polizeipräsenz haben, kann man immer gleich an die Polizei verweisen und dann. Ja. Von 2 Gästen wurde er schon wegen Körperverletzung angezeigt. In beiden Fällen wurde er freigesprochen. Ich bin echt zufrieden. Das freut mich. Schick. Dankeschön. So. Wieder ist Wochenende. Auch Evelyn muss heute auf dem Kiez arbeiten. Als Yves Champagne. Oh, das kann nur Dennis sein, Alter. Der geht mir so auf den Sack. Oh, du gehst mir so auf den Sack schon, ey. Kann ich irgendwann mal wieder nach unten ziehen? Nach unten ziehen. Alter, schminkt sich noch. Dennis will Yves und Wöf gleich zur Arbeit bringen. Wöf heißt bürgerlich Hendrik, ist 31 Jahre alt und kommt aus Rostock. Er liebt es, sich in eine glamouröse Frau zu verwandeln. So schwul bin ich nur auch nicht. Maximum gay. Yves hat die Vorfälle in der Silvesternacht miterlebt. Die Diskussionen über neue Gefahren auf dem Kiez hält sie dennoch für überzogen. Natürlich gibt es Grabscher und ob sie jetzt Araber sind oder Deutsche, ist ja scheißegal. Das kommt auf das Auftreten der Frau auch an. Ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, oh Gott, die Frauen sind schon um Gottes Willen, das auf gar keinen Fall. Früher hat man auch irgendwie mehr diese Freundschaftskultur gepflegt unter Mädels, dass man halt keine alleine in die U-Bahn steigen ließ oder keine alleine zum Taxi gehen. Und heute streiten die sich im Suff, gehen auseinander. Die besoffenen Mädels hauen dann irgendwie in alle Richtungen ab, statt sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen oder aufzupassen. Ne? Das ist halt flöten gegangen. Daher ist das jetzt einfacher bei Übergriffen bzw. auch irgendwie, keine Ahnung, in Gefahr zu geraten. Nur wenn dann 15 Kerle um dich herum stehen und dich abgrenzen, dann hast du auch keine Chance mit deiner... Yeah, Jungs, touch mich! Nein, natürlich habe ich da keine Chance, ne? Aber dazu kommt es erst gar nicht. Das ist ein Auftreten, was man hat, ein Selbstbewusstsein. Okay. So, ne? Man schreit dann halt, stopp, verpiss dich, spricht. Zivilcourage hat damit zu tun, dass man Leute, die um einen stehen, nicht einfach verschüchtert anguckt, sondern sagt, ey, Digga, du hilfst mir jetzt, du, und zeigt auf diese Person. Mhm. Das sind Verhaltensweisen aus dem Nachtleben, die man halt seinen Kindern auch beibringt. Das habe ich von meinen Eltern gelernt. Wenn ich einen Typ blöd anmache, was machst du? An den Haaren ziehen und in die Eier treten, meine Mutter. Gut, und wenn er keine Haare hat, dann an den Ohren ziehen und in die Eier treten. Und sie so, Schatz, jetzt darfst du ausgehen. Tada! Wie, du weißt nicht, was du anziehen sollst. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Gehe ich als Rotkäppchen oder... Auch wenn Yves die aktuelle Lage auf dem Kiez entspannt sieht, ist sie froh, dass Dennis vor der Tür steht.
Natürlich braucht man sowas, also Schutz und Türsteher. Türsteher sind dazu da, nicht nur um den Laden zu schützen, sondern um auch die Gäste zu schützen. Und es ist einfach jetzt wieder, diese Zusammenhalt ist jetzt dadurch aufgewachsen. Die Türsteher arbeiten wieder miteinander. So vorher war es, ja gut, das ist mein Kumpel, den helfe ich mal. Oder oh, der Laden gehört einem Freund oder da habe ich mal gearbeitet, da kann ich auch helfen. Und jetzt solidarisieren sie sich einfach mal wieder. Das ist einfach nur schön. Fast 4 Stunden brauchen Yves und Wöf für ihren Dienstlook. Jetzt geht es zur Arbeit auf den Kiez. Die große Freiheit ist schon brechend voll. Früher gab es hier noch Live-Sex-Kabarets, Läden mit verruchtem Rotlichtcharme. Heute reihen sich dagegen hauptsächlich Diskotheken, Kneipen und Bars aneinander. Du darfst sie nicht anpackern hier, die sind gefährlich hier. Ich glaube, meine Freundin würde die Tasche abnehmen. Komm rein, viel Spaß. Ja, volles Programm. Nummer. Hier sieht man das mal, was so, also aufgrund von Angst jetzt, was die Frauen so mit in den Taschen haben. Wenn die Polizei kommt, die überprüft, ist das so, ist verboten, ist eine Strafe. Kommt das jetzt vermehrt vor, seit Silvester, Pepperspray? Anscheinend, also ja. Sonst, also das haben wir vermehrt jetzt so, dass die Leute dabei haben und sagen auch, aus Angst haben sie es dabei. Hast du irgendein Pfefferspray, irgendwas dabei, nein. Bekommst du auch wieder? Nein, nur Parfüm. Alter, das ist ein Chaos. Genau. Guck mal da rein. So, jetzt kommt eine mit Messi-Syndrom. Die Verunsicherung ist offenbar noch groß. Wir sind mit 8 Mädchen unterwegs und wir haben alle Angst. Aber dann habe ich die Polizistin gefragt, so dürfen wir noch heute Nacht mal alleine nach Hause gehen oder sollen wir mit Taxi fahren? Dann haben wir gesagt, nein, das ist hier sicher, weil wir überall präsent sind. Die Übergriffe von Silvester haben auch für mehr Polizei gesorgt. Das hört sich vielleicht albern an, ich bin eine erwachsene Frau, aber trotzdem, manche Leute haben einfach null Respekt. 0,0 Respekt und ich kann keine Selbstverteidigung oder habe irgendwie Waffen bei mir oder irgendwas. Insofern habe ich schon ein bisschen Panik. Man macht sich ja schon solche Gedanken, aber im Grunde genommen sind jetzt auch viele Polizisten unterwegs, dass man sich hier mal an die wenden könnte. Und wenn man einfach schnurstracks seinen Weg lang geht, dann ist es eigentlich auch egal. Neben den wilden Jungs, Haus 32, mehrere Jungs. Dennis hat die Bereitschaftspolizei alarmiert. Er hat etwas beobachtet. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Wir gedealt haben und auf jeden Fall standen sie mit mehreren Leuten eng zusammen. Die drei mit anderen Leuten, ja? Und ich glaube, die anderen drei hier auch, die beiden Jungs, die hier stehen. Aber auf jeden Fall die da drinnen stehen noch. Hat sich halt ein bisschen verlagert jetzt, ne? Also so, dass man sagt, wir arbeiten mit der Polizei zusammen. Also ich sowieso schon immer. Aber generell, dass wir mit der Polizei zusammenarbeiten, dass wir gucken und sagen, das sind es. Wir können keine Maßnahmen ergreifen. Ich kann hier einen fixieren, aber dafür muss der Notfall da sein. Auf der großen Freiheit tritt jetzt Yves Champagne auf. In Olivias Showclub ist sie der Star auf der Bühne, als Queen of Burlesque. Für mich ist die Bühnenperformance eine Ausleben vielleicht meiner therapeutischen Störung oder ähnliches, weil ich kanalisiere vielleicht damit was, meine aufmerksamkeitssüchtige Hure, wie ich es bin, einfach, ich liebe halt Applaus. Yves Champagne! Seid ihr über 18? Ja. Ausweise dabei? Ja. Marsch. Das hat damit nichts zu tun, Alter. Eintritt ist frei über Olivia Jones. So, Vorsicht, einmal erstmal raus. So, mit den Gläser bitte reingehen. Danke. So, rein oder raus, bitte einmal rein. Noch einmal viel Arbeit für Dennis und Kitte. Die Bar ist brechend voll. Veuf Noir singt wieder den Gassenhauer auf St. Pauli. Denn der geht immer. Diesmal war es eine Nacht ohne viel Stress an der Tür. Dennis und Kitte wissen, das kann am nächsten Wochenende schon ganz anders sein.